Eine Straße in Moskau. Der Fahrer im schwarzen Pkw wird von einem weißen BMW bedrängt. Als beide an einer Ampel zum Stehen kommen, steigt er aus und beschwert sich. Die Szene, zufällig aufgenommen von der Armaturenbrettkamera eines unbeteiligten Fahrzeugs, wurde in sozialen Medien binnen weniger Tage 100.000-fach geklickt. Denn der Fahrer des weißen BMW fährt den Mann kurz darauf an. Wehrlos wird dieser zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und fällt verletzt zu Boden. Der Angreifer steigt aus. Er will offenbar überprüfen, ob sein Fahrzeug Schaden genommen hat, lässt den Verletzten achtlos liegen und fährt dann weiter. Auch der Fahrer, dessen Kamera den Angriff filmt, greift offenbar nicht ein. Nachdem sich das Video viral massenhaft verbreitete, hat sich der Fahrer nun der Polizei gestellt. Der Moscow Times zufolge gab er gegenüber den Beamten an, er habe nach einem Wutausbruch impulsiv gehandelt. Ihm sollen nun bis zu 8 Jahre Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung drohen. Wenig später kommen dem verletzten Mann endlich andere Verkehrsteilnehmer und Passanten zu Hilfe.